Hallo und willkommen zurück auf dem Geisterschiff bei Let's Play Grandia. Ja, in der letzten Folge haben wir hier vor der Kapitänskajüte einen Cut gemacht und ja, jetzt werden wir sie betreten. Vorsichtig, ich habe ein ungutes Gefühl, als ob ein Raubtier auf Beutesuche ist. Hä? Auf Beutesuche? Aber Fena, das ist ein Geisterschiff. Wie sollte es seine Beute fangen? Justin, die Beute ist schon hier. Hier? Hä? Du meinst uns? Justin, sieh dich vorsichtig um, sonst könnte es tödlich sein. Okay, das bin ich schon mal vorgewarnt. Das ist ein Logbuch. Hey, was ist das? Sieht aus wie das Logbuch vom Schiff. Vielleicht finden wir im Logbuch des Rätsels Lösung. Lass es uns mal lesen. Das Schiff war schließlich in den Armen der Bestie gefangen. Wir mussten halten. Wir müssen das verfluchte Monster töten, oder die Reise ist beendet. Es endet hier. Monster? Was könnte das bedeuten? Sch, ruhig. Hier ist irgendetwas. Vorsicht. Oh mein Gott. Ein riesen Springbock. Vorsichtig. Das ist das Monster. Ja, ach nee. Tintenfischkönig. Okay, Sue wirft einfach mal auf die Mitte drauf mit ihren Puffy. So, Fena kommt mit ihrer Geheimwaffe und zwar der Feuersäule. Ich frage mich gerade, warum der Ton hängt, aber naja. Ja, machen wir einfach das mal. Schwertstufe erhöht. Yay. Okay, der linke Arm hat was vor. Aber das weiß ich zu verhindern. Und zwar mit Brennen. Und Sue tut einfach mal eine Kombi zur Sicherheit auf diesen Arm schießen. Damit das Monster endgültig Ruhe gibt. Noch ein Faustschlag auf den Arm. Dann dürfen wir vor Daysim erstmal Ruhe haben. Nein! Oh Gott, eine Windattacke. Ich hätte doch das Windamulett anlegen sollen. Naja. Das hält sich im Rahmen der Schaden. Ja klar, Laserauge. Wehe. Okay, ich habe schon Angst gehabt.
Okay, Fehler. Du machst wieder deinen Feuerzauber hier auf das Meisterauge hier. Und Justin, du machst eine Kombi auf den linken Arm. Der sollte uns dann erstmal in Ruhe lassen. So, da war's das mit dem Arm. So, und so macht man was für alle. Und zwar uns heilen. Mal sehen, wie viel es heilt. 25, ja, das ist doch eine gute Zahl. Okay, Fena, wie immer Feuer, damit wir auch den anderen Arm ein bisschen bearbeiten. Nein, ich habe sie doch gerade erst geheilt. Na klasse. Na, ganz toll. Okay, Moment. Nichts überstürzen. Das hat noch 216. Und der andere Arm hat 203. Okay, ich muss also auf das Laserauge aufpassen. Okay, dann erstmal brennen wieder auf das Meisterauge in der Mitte. Und Justin müssen wir leider nach vorne schicken. Aber das ist erstmal kein Problem. Eine Attacke können wir noch aushalten. Und zur Not habe ich ja noch einen Lebenstrank. Ich hoffe nur, dass Sue nicht den einstecken hat, weil sonst haben wir ein derbes Problem. Okay, jetzt müssen wir nur hoffen, dass Fener schneller ist als der. Zum Glück. Sehr schön. So, mal sehen. 67 und 45, das dürfte reichen eigentlich. Und jetzt komm, Justin, schlag zu. 26? Ja, 55. Das war's. Okay, ich hatte gerade wirklich Angst, dass sich das Spiel komplett aufhängt. Also falls ihr jetzt gerade einen kleinen Schnitt im Video gemerkt habt, das war nur, damit ich diesen langen Hänger halt rausgeschnitten habe. Okay, es funktioniert wieder und ich bin glücklich. Ich habe schon Angst gehabt, ich muss den ganzen Mist nochmal machen. Bin ich erleichtert. Also, alle Männer auf diesem Schiff wurden von diesem Monster angegriffen? Zweifelslos. Es muss das Schiff attackiert und die Menschen gejagt haben. Jesus, was ist das? Ich glaube, das Loch. Oh nein, dieses Schiff sinkt. Justin, schnell, wir müssen weg hier. Wir sind verloren, wenn wir hier untergehen. Ja, dann lauf. Obwohl, das Schiff wird schon nicht untergehen, aber naja. Heilen und speichern. So viel Zeit muss sein. So, und sobald wir es geschafft haben, von diesem Schiff runterzukommen, mache ich einen Cut, weil mir dieses Hängenbleiben wirklich Angst macht.
Also nichts wie weg hier. Es war von dieser Seite abgeschlossen. Was ist mit diesem Schloss? Es geht nicht auf. Lass mich mal. Da, nicht abgeschlossen. Los. Unglaublich, Fena. Kann alles. Wie hat denn der es jetzt aufgemacht? Mit ihrer Haarspange? Oder wie? Okay, guckt nicht rum. Geht zurück auf das Schiff, Mensch. Oh nein, was machen wir bloß? Das Schiff geht unter. Er hat es aber schnell mitgekriegt. Keine Sorge, überlass das mir. Ein Spitzenabenteurer weiß, wie er rauskommt, bevor er reingeht. Okay. Was ist da oben? Komm, schnell! Klettert das Seil hoch! Ach, das ist wohl der Kran vom anderen Schiff. Wow, was für eine Wasseranimation. Aber für damalige Verhältnisse finde ich das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich bin so froh. Alle waren so nervös. Wir sind so froh, dass ihr zurück seid. Das war gar nichts. Das Geisterschiff war einfacher als Deckschruppen. Hi. Da muss ich erzählen. Nee, das muss ich erzählen. Oh ja, es gibt Neuigkeiten. Ich darf auf dem Schiff arbeiten. Im Maschinenraum sind sie gerade dabei, die Maschinen zu reparieren. Was sagt man dazu? Schön für dich. Diese riesige Tintenfisch hat die Maschine angehalten. So ein Viech. Ich habe es dir immer gesagt, es gibt keine Geister. Keine Geister. Und was waren das für Geistermenschen? Naja. Stimmt's, Captain? Gute Arbeit, Fehler. Nun, schaffen wir es zur neuen Welt. Du bist zuverlässig. Oh, Captain, nicht nur ich. Danken Sie auch Justin und seiner Freundin. Wir drei zusammen haben das Geisterschiff besiegt. Natürlich. Du hast ganz recht. Ich habe mir nicht vorgestellt, dass sie so etwas können. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Du warst ein richtiger Abenteurer. Du bekommst die beste Note für dein erstes Abenteuer. Du hast dich da gut geschlagen, Justin. Oh, tja, nun, danke. Es ist etwas peinlich. Sonst bist du nicht so, Justin. Du kriegst hier einen ganz roten Kopf. Puff, pow. Hoi, was sagst du? Ja, lacht nur alle. Okay, und an dieser Stelle mache ich einen Cut. Dies war unser Abenteuer auf dem Geisterschiff. Und ja, freut euch auf die nächste Folge und bis dahin macht's gut und wir sehen uns.